Einer tot. Full Kit. Noch einer tot. Oh nein. Was wäre das schon für eine Geschichte, wenn ich euch direkt das Ende zeige? Fangen wir doch einfach am Anfang an. Nackt am Strand. Ich finde, das Ekelhafte ist einfach nur in normalen Vanilla-Bogen direkt zu kriegen, weil alle das ganze Cloth weggefarmt haben. Ja. Ja, aber wollen wir am besten gleich wieder zu zweit los, dass wir was auf die Reihe kriegen? Ja, wir können auch zu zweit los. Ich glaube, ich krieg gar nichts alleine. Und dann, wenn wir ein bisschen was aufgebaut haben, dann rufen wir dich Cisco dazu. Okay? Ja, alles klar. Machen wir so. Wollen wir gucken vielleicht, dass wir zuerst ganz, ganz weit weglaufen von der Noob-Area, wo die alle mit Bögen rumlaufen. Das ist so ekelhaft. Hier findest du ja auch nichts. Hinter Lounge halt irgendwo, ne? T13 ja, und so. Ja. Ganz, ganz weit weg. Don't do it. I won't. Guck mal, was kosten die ich bin legit 1 HP. Ich laufe jetzt gegen den Kaktus. Safe. Ja, aber ich muss ja irgendwie an Klauf kommen. Kaktus ist der einzige Weg. T10, da sieht's flach aus. Ja, bin ich dabei. Kuss. Sind auf dem Weg zu 5000 Subs, ja, damit ich Fulltime-Streamer werden kann. Wie viel fehlen noch? 4.999, 4.100. Ne? Ja, man soll sich ja kleine Ziele stecken, ne? Richtig. Theoretisch können wir auch die ganze Zeit nur Launchset looten, die ganzen Barrels und Crates, die da rumspawnen. So kommen wir auch an genug Scrap. Hier waren wir also. Der Server wurde gerade erst frisch gewiped und wir waren auf der Suche nach dem einen perfekten Base-Bauplatz. Ich zeig euch mal die Map, damit ihr das etwas besser verstehen könnt. Vor euch seht ihr jetzt die Karte und wir hatten von Anfang an 2 bis 3 Positionen im Auge, die wir unbedingt haben wollten. Einmal hier oben, direkt neben der Tankstelle. Somit hatten wir den Recycler direkt vor unserer Haustüre und unmittelbar neben uns hatten wir die wichtigsten Monumente alle zusammen. Launchsite, Military Tunnels, Oil Rig, Underwater Labs und natürlich den Excavator. Diesen wollten wir von Anfang an unbedingt zu unserem zentralen Punkt diesen Wipe machen, da der letzte Patch den Loot vom Excavator extrem OP gemacht hat. Die zweite Option wäre hier gewesen, auch nicht viel weiter weg von Option Nummer Uno, aber leider wurde hier bereits gebaut, also entschieden wir uns doch lieber für unseren ersten Gedanken. Dann haben wir Recycler und alles. Ja, hier ist auch viele. Hier sind viele Basen. Oh, Custom. Ja. Na, da steht nur eine ganz kleine Base, eine 2x1. Wir könnten eigentlich da auch bauen. Hier ist ein Full Gate bei mir. Nicht Full Gate, ich meine. Full Gate für unsere Stage. Der farmt. Komm mal her. Jo. Ich bin sogar gleich bei euch schon. Der farmt mal, Lena. Der ist vor seiner Base. Der hat eine Holztür noch. Farmt Notes. Ich lass den farmen. Ich warte, bis du hier bist. Jo. Der rennt sonst wieder rein. Ja, ich seh's. Der rennt schon rein. Sonst Nein. Komm einfach rüber zu mir. Ich hab gerade einen getötet. Er ist reingerannt. Ist er? Ja. Schade. Ja, die haben Crossy. Hier kommt einer mit dem Pferd an der Straße zu dir. Ich bin gleich bei euch. Oh, hier sind 2. Ja, der dippt. Lass mal zu ihm gehen. Lass zurückgehen zu ihm. Dirt Road sind 2 Leute. Sind auf dem Weg. Vor Gas Station. Ich quatsch jetzt hier die 2x einzeln. Oder hier ist ein Pferd auch. Ah, die wohnen hier direkt. Die wohnen hier. Wir können nachher noch die Mainbase bauen, aber. Ja, okay. Wir können hier gerne leben vorerst. Ja. Komm rüber zu uns. Nicht fighten. Ja, ich komme. Die laufen gerade zur Gas Station hin. Ja, lass die. Die sehen uns. Die kommen jetzt gleich hier rüber. Pass auf. Wir baiten die. Bleib hinter den Stein. Bleib hinterm Stein. Ja. Wood? Hier. Ja, Holz, Stein. Ja, die kommen rübergelaufen zu euch. Die kommen rüber. Wir können jetzt überraschen. Links um den Stein. Achtung, die kommen jetzt. Komm ran. Hat einen Hit. Der zu dir kommt, hat einen Hit. Noch Headshot, einer tot, einer full dead. Einer ist full dead. Da kommen noch 2 weitere. Ich würde nicht pushen, die haben Crossbow. Ja, ich habe auch gerade einen Headshot kassiert. Oh. Oh. Einer hat 2 Hits. Einer versucht hier oben auf Stein zu gehen. Einer hat einen Hit, der rechte. Können wir die Tür zumachen? Auf dem Stein ist einer. Wir können zumachen, komm ruhig zur Base. Hab 2. Komm rüber. Auf dem Weg.
Oh nein! Oh nein, ich bin stuck gewesen! Der ist da noch mit Crossy. Die looten da gerade, die looten, glaube ich, gerade. Vielleicht kriegst du ihn, ja. Warte, warte, ich push einfach. Ja, der hat geschossen. Der ist glaube ich, hier rechts, Klaus direkt, ja. Der ist Sandwich. Hard hit. Ich lauf rechts rum. Lauf dir hinterher, ich lauf rechts rum. Hard hit, nice, schön. Nice. Hier sind aber noch mehr, okay, glaube ich. Hier waren noch mehr bei. Da kommt noch einer von 210. 210 ist noch ein Bowguy. Zwei. Hard Headshot, einer hat Headshot. Der lootet. Der hat Speer. Oh, ich bin in der falschen Base. Hier ist noch einer. Der hat Stuff. Hier ist noch einer bei mir. Oh, Junge. Oh, ich bin doch in der richtigen. Hallo, hier ist noch wer. Bei mir, on me. Ich dachte, das wärst du. Ich dachte, ich bin in der falschen Base. Wie man es sich schon hätte denken können, war dieser Spot hart umkämpft. Aber irgendwie haben wir es geschafft, uns durchzusetzen. Und so bauten wir unsere kleine 2x2 dorthin und gingen danach sofort wieder raus, um weitere Kämpfe für uns zu gewinnen. Oh, Bär, warte. Der rennt. Aber den brauchen wir. Ich hab einen Knife. Crossbow bei Gas Station, ich hab mit. Vor der Gas Station Richtung 190. Ja, das bin ich. Ich bin hier. Oh ne, der steht hinter dem Auto hier. Jungs. Ist dead. Crossbow dead. Einer tot. Da ist noch einer. Hat Buddy und einen. Ist dead. Rennt. Oh, hier sind welche. Bei 350. Hinter Gas Station. Kommen. Das ist einer. Der ist hinter dem Stein hier. Der läuft Richtung 30 gerade. Genau. Hat einen Hit, down, down, einer down. Das ist der zweite. Ich habe auch eigentlich alles recycelt soweit. Die laufen weg auf 230 sogar. Zurück nach Hause. Zwei Focus. Ich gehe links rum. Einer hat Hit. Oben auf dem Stein. Hat Stein hat Hit. Zwei tot. Oh, die sind fucking loaded, Junge. Das schmeckt. Das ist sehr lecker. Ich kann leider nicht alles nehmen. Ja, 100, zwei Leute. Lass kurz rein, Deep und die dann auch direkt wegklatschen. Ja, einfach droppen mit drin. Das kann er ja sortieren. Die laufen zur Gas Station hier weiter, ne? Die sind an der Straße jetzt. Ich baite den mal. Wo sind die zwei hingerannt? Hier bei mir hinter Gas Station sind die. Die laufen Richtung Wasser, wo das Boot ist. Okay. Kann sein, dass sie da auch wohnen, ja. Das alles, wovon ihr jetzt nur ein paar Minuten seht, ging bestimmt über eine Stunde so. Es kamen andauernd neue Teams in dieses Gebiet, weil sie dachten, hey, dieser Spot ist ziemlich gut, da bauen wir unsere Base hin. Leider waren wir schneller und die Ersten in diesem Gebiet, das heißt, wir konnten so ziemlich jeden Fight für uns gewinnen. Was unter anderem bedeutet, dass wir nach etwas mehr als einer Stunde gar keinen Platz mehr in der Base hatten, wo wir den ganzen Loot hinklatschen sollten. Also haben wir einen Großteil davon einfach auf den Boden geworfen, damit es despawnen konnte. Weil wir hatten keinen Platz mehr. Es war zu viel. Nachdem sich die Lage um unsere Base herum ein bisschen beruhigt hatte, dachten wir, es wäre eine super Idee, dass wir erstmal unsere Sachen packen und Richtung Launchside laufen. Denn wir brauchten dringend Scrap und mit etwas Glück waren die ganzen Kisten dann noch nicht gelootet, das heißt, mit einem kompletten Launchside-Run könnten wir eventuell 400 bis 500 Scrap machen. Unter anderem hat Launchside natürlich auch einen U-Bahn-Tunnel-Eingang und das ist natürlich auch eine super Scrap-Quelle, die wir dringend brauchten. Guckt sich mal um, ja. Können auch Tunnels machen, wenn ihr Bock habt. Ja. Also U-Bahn-Tunnels. Underground. Jetzt reit. Aber vorher recycle ich die ganzen Swing-Kits, damit wir genug Klopf haben. Warst du schon auf den Silos? Nope. Kuss. Dann müssen wir das Stoff gleich ein bisschen aufteilen. Ja. Weil ich habe meinen auch da reingetan. Da ist eine Military Crate. Auf dem einen ein Fabrikdach und auf dem anderen ist eine normale Crate. Ist ein Tunnel. Einer Tunnel unter uns. Aber warum würden die durchfahren? Kein Plan, aber ich habe keinen Zug halten gehört. Vielleicht halten die jetzt erst, weil ich glaube, der ist langsamer geworden. Das, was ihr eben gerade gehört habt, war der Zug. Der Zug, wie er unter uns durch die U-Bahn-Station fährt. Das konnte nur eins bedeuten. Irgendjemand lootet den U-Bahn-Tunnel. Aber genau das hatten wir ursprünglich vor. Also entschlossen wir uns, hinterher zu fahren und sie zu jagen. Ja, ich habe genug Klopf. Und ihr? Habt ihr auch was? Ich habe nichts. Habt ihr nichts? Ja, dann lass aufteilen. Kommt her. Hier, nimm das. Ja, reicht. Let's go. So, einer steht hier noch. Mit einem sind die weitergefahren dann. Aber nicht geradeaus, die sind nicht da durch, da ist nur ein Scientist. Dann sind die in die andere Richtung gefahren. Ja, andere Richtung. Rückwärtsgang. Mach ich. Zu viel rein. Ja, ist dran. Dann jagen wir die jetzt. Abfahrt! Hier steht Kiste noch, aber NPC nicht. Hier ist NPC tot. So dunkel, hä? Wir fahren in die Dunkelheit. Ja, der ist da. Runter. Einer dead. Der zweite geht zum Zug, der Zug. Der rennt zum Zug, glaube ich. Hat Hit, links. Ja. Ich renn zum Zug. Der ist hier links um die Ecke. Hat noch einen Hit. Der ist links. Down. Ich renn zum Zug. Gar nichts, Junge. Die haben gerade angefangen. Das sind die nicht. What is this Hype Train? NPCs liegen hier auch dead.
Ja, da ist einer, da ist einer. Links, links, links. Ich seh nix. Die haben eine M9, oder? Scientist. Beide. Boah, ich hab fast dich getroffen. Alles cool, ja, habt ihr die gekillt? Ja, ja. Beide? Jo. Waren das unsere Männer? Keine Ahnung, die eine hatte nicht viel mit. Wirkt auch nicht so, ne? Hä, was machen die denn hier? Hä, die sind ja auch keine Scientists. Wir fanden an sich tatsächlich ganz viele andere Spieler, aber die hatten alle gar nichts. Das konnten also nicht unsere Männer gewesen sein. Also sind wir dann einfach den Tunnel weiter entlang gefahren, haben alles Mögliche an Loot mitgenommen, was wir mitnehmen konnten, bis wir dann irgendwann auf die richtigen trafen. Oh, links Schüsse. Links sind welche. Stopp. Hier vorne direkt. Das ist der Zug vor uns. Zug, wir fahren rein. Die sind da noch. Go. Lass auf die drauf. Oh. Ich lauf nicht drauf. Ich will den Zug hin. Hat einen Headshot der Fahrer? Fahrer. Fahrer ist dead. War da noch einer? Ja. Ich hab nur den Fahrer erwischt. Das Licht ist. Der kommt wieder. Der hat wahrscheinlich nur gerade. Nee, der ist noch auf dem Zug drauf bei ihm. Ja. Hat Headshot, ist tot. Okay. Können wir anhalten? Spring ab, ja. Fahren wir da durch bei Launchside oder wollt ihr da halten? Noch ein Zug. Egal. Ist noch ein Zug. Rechts abbiegen. Da sind aber hier noch Dinger. NPCs. Fahren durch, oder? Ja. Fahren durch. Da fahren wir auch durch, ja? Lass einfach an der Türe rausspringen. Follow einfach. Ich follow. Jetzt hier raus. Nach einer halben Stunde im U-Bahn-Tunnel entschieden wir uns dafür, wieder nach oben zu gehen. Wir hatten ohnehin keinen Platz mehr in unseren Inventaren und mussten dringend recyceln gehen. Let's go recycling! Ich kümmere mich ein bisschen um die Atmosphäre in der Base. Das Arbeitsklima muss doch stimmen. Ja, das Recyceln könnte ein bisschen dauern. Alles gut, ich halt hier die Stellung. Hey, hier kommen zwei. Was haben die? Haben die Stuff? Bogen. Ich glaube, einer hat einen Speer. Der hat nur einen Speer. Ja, der ist tot. Einer dead. War da noch ein dritter? Ja. Oh, ist noch ein dritter. Der ist in dem Ding drinne. Down. Zurück zum Recycler. Hier ist einer, bei mir, on me. Oh, bin hit, ich bin sehr low. Ich lauf da mal. Sind zwei, glaube ich. Wo? On me. In der Gasstation? Nein, die sind noch draußen vor der Garage. Ich könnte den Recycler snacken. Die snacken sich Recycler. Storage Room. Ja, einer ist hinten raus. Einer dead. Hat eine Nailgun gehabt. Sehr gut. Oh, der ist bei mir. Storage Room. Ah, das bin ich, das bist du, das bist du. Okay, okay, ich hab deinen Namen nicht gesehen. Ja. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Waren auf jeden Fall zwei. Glaub, der hat den. Oil hat den, glaube ich. Den anderen. Ja. Ich hab noch ein bisschen was. Wer geht zur Base? Hier sind zwei wieder mit Feuerpfeile. Oh nein. Hat Hit. Ist knocked, der eine ist knocked. Der ist auch hit. Dead. Okay, nice. Junge, was sind das für Mats? Oh mein Gott, die hat Mats. Das ist deren Mission. Die sind so viele Mats-Sticks. Holy shit. Ich will hier eigentlich gar nicht mehr sein. Ich würde hier gern gehen. Ja, die kommen immer wieder, ne? Ich geh mal zu Base Depot, ja? Wie so kleine Parasiten. Ja. Where is the entry? Ich schmeiß hier jetzt einfach mal alles hin und dann gehe ich wieder. Ne, das nehme ich mit, das recycle ich. Hier croucht jemand sich ran. Von, der ist innen drin. Ich weiß nicht, was er hat. Sieht naked aus. Aber ich gehe da nicht hin, denn ich habe alles. Ich kann gehen. Ich renn weg. Tschüss. Okay. Während Kev und ich den Recycler mit all unseren Components gegen immer wiederkehrende Spieler verteidigen mussten, nahm Oilreds einige Base-Upgrades vor. Cargo. Wollen wir Cargo machen? Einfach countern, oder? Scheiß drauf. Mit Bogen, Nailgun. Das Schwein, wir haben ja ein Boot hier vorne bei den Enemies. Ja, wir haben, ich und Dings haben gestern auch gut gecountert. Okay. Kriegen wir hin. Wenn wir verkacken, dann ist das halt so. Wir haben ja genug Stuff. Ja, wenn wir rechtzeitig wissen, dass die Waffen haben so da, dann können wir uns ja auch verziehen. Safe haben die Waffen. Aber warum tryen? Warum nicht tryen, weißt du? Wenn wir verlieren, dann equippen wir uns wieder und gut ist. Wir haben genug davon. Wir haben viel zu viele G-Sets tatsächlich. Aber die haben halt letzte Kiste dann noch hinten, ne? Oh, ich hab's nicht geschafft. Bin drauf. Oh, ich bin direkt grounded. Der ist bei der zweiten Leiter ist er direkt mit Thompson.
Ja, wo ist der, die MP5 hin? Ja, I'm dead. Keine Chance. Der ist einfach runtergejumpt, Junge. Wer hätte es gedacht? Cargo lief nicht so gut für uns. Wir waren bereits 3 Stunden auf dem Server, nachdem er gewiped wurde, und wir dachten wirklich, wir kommen mit Bögen gegen Waffen an. Natürlich nicht. Aber das war genau das, was wir gebraucht hatten. Wir mussten alle 3 einmal sterben, damit wir uns resetten können, endlich mal Waffen kaufen können, und dann können wir so richtig loslegen. Wir können auch nochmal runtergehen. Ich habe 200 Low-Grid dabei. Ja, Tunnel kann ich nochmal machen. Dann gleich wieder ordentlich Scrap. Zu zweit oder zu dritt, Mann? Zu dritt wäre mir lieber, weil wir müssen das nur einmal noch machen. Dann haben wir genug für Sammy, Thompson und so weiter. Dann haben wir den ganzen Tech-Tree quasi durch. Ja, wir warten kurz. Alles gut. Na super, jetzt muss er laufen. Ja, oder so. Kann das, was du nicht kannst. Ja, das ist doch shiften, oder nicht? Crouchen. Nein. Crouchen. Nein, einfach springen die ganze Zeit und W drücken dabei. Ja, ja. Mann, ich mach's so mit Crouch. Aber ich springe immer dabei. Welche Farbe hatte Deutschschnellhefter damals? Rot. Rot. Rot, ja. Ah, ich kann's jetzt auch. Oha, Junge, lauf. 3 Stück. Hilfe. Ah, dead. Das Leben des Brian. Einfach im Ethikunterricht. Den Film so oft gucken müssen. Wir sind immer, da ist jemand, da ist jemand. Oh, die schießen da schon. Hier raus oder was? Oh ja, die haben Waffen, die haben Pistols. Einer tot. Oh, alle, ist dead, ist dead, einer dead, einer dead. Der hat eine M9 gehabt, ne? Ich hab Revo. Ne, hier hat eine M9. M9? Oder? Ja, hab ich. Hast du, hier ist Ammo, liegt. Wo ist der andere? Revo? Der ist auch hier, der ist tot. Okay. Nee, das war kein Revo. Der war einfach nur ein Nailgun. Vielleicht kriegst du die Components. Ich nehme die Components alle, ja. Können wir weiter? Jo, ich glaube schon, ne? So einfach sind wir wahrscheinlich noch nie an Waffen gekommen. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht, wenn da ein Zug mit 300 km/h auf einen zugerannt kommt und auf einmal springen da 3 Leute mit Nailguns runter. Da hat selbst eine M9 keine Chance. Wie dem auch sei, wir hatten jetzt eine M9 und einen Revolver und das einfach mal gratis. Nicht zu vergessen, das ganze Scrap und die Components, die schon vor uns gesammelt hatten, plus wir haben nach dieser kleinen Aktion noch circa eine halbe Stunde weiter die Tunnels gemacht und noch mehr Scrap gesammelt. Wir sind dann also durch die ganze Map gefahren, haben alle Tunnel einmal leer gelootet, sind schlussendlich beim Outpost zum Stehen gekommen und haben dort dann erstmal alles recycelt. So, wie viel Scrap hast du? Ich habe noch ein bisschen was zu recyceln und ich habe gerade 900. Ja, dann würde ich sagen, nicht alles auf die 1, ne? Dann haben wir gleich 3000. Es wird nichts vergambelt. Bei mir ist immer so, ich gucke zu, es kommt 5-mal hintereinander die 1 und dann gehe ich rein, dann kommt die 20 und dann wieder 5-mal die 1. So, ich bin fertig. 360 Scrap. Ja, weiß ich nicht. Soll ich mir eine M3 kaufen? Lass aber Mini kaufen. Lass aber rüber, oder? Ja. Nur für mich seatable. Lass erstmal zur Base und dann fliegen wir da schnell hin. Oder willst du ihm die M9 geben und oder, die ich gebe Eul lieber M9, weil der ist M9, Eul Profi. Krackt. Während wir den Heli zurück zur Base flogen, haben wir auf der Map gesehen, dass jemand gerade Oilrig macht. Also habe ich Kev kurz in die Base geflogen und ich bin mit Oilreds rüber geflogen zum Countern. Weil wenn die noch da sein sollten, dann ist er vielleicht nicht... Da ist ein kleines Boot links. Da ist einer drauf, links unter uns. Richtung Fishing Village. 110. Ja, sogar 3. Oh, der eine ist im Wasser. Ich hover. Oh, oh. Mir geht's gar nicht gut. Oh. Warte. Willst du über Wasser? Du kannst von mir aus X drücken. Ich spring ruhig raus. Nein, alles gut. Ich bin okay. Noch bin ich okay. Ich hab richtig geschluckt. Ich halte dann genau hier, ja. Also wenn du gut Damage gedrückt hast, ist eigentlich safe. Wo sind sie? Die sind in diese Richtung gefahren, glaube ich, oder? Die müssten wir eigentlich noch sehen. Wir können auch noch hinterher fliegen. Weil wenn sie nicht hier rüber geflogen sind, sind die in die andere Richtung gefahren. Zurück nach Hause. Mehr Fuel habe ich nämlich auch nicht. Oh. Alles gut? Ja, bei mir ist alles fein. Oh, ne, M3. In die Base. Oh. Der Eingang ist zu. Oh, danke. Ha. Oh mein Gott. Ach du Scheiße.
Eine M3 und Thompsons. Das könnten wir tun. Ja. So, sind wir wieder da, Jungs. Da sind zwei Thompsons und eine M3 draußen vor unserer Tür. Oh. Ja, die haben gerade schon auf uns geschossen, als wir gelandet sind. Was machen die da? Locker. Ja. Können wir da irgendwie was zubauen, maybe? Soll ich mal hoch? Maximal, wenn die boosten. Ja, die stehen Long Angle, die werden sich sprayen. Was hier kann. Oh, Pferd, die haben Pferd rangeholt. Ja, ja, ja. Die wollen boosten. Ich hab noch eine Granate, ich werf die Nade. Aua, aua, aua. Ey, die kommen hier gleich hoch. Was ist da überhaupt Muni drin? Oh. Ja, ich kann die theoretisch baiten. Ich kann vorne Garage da aufmachen und wenn die reinpushen wollen, dann stellen die Shotgun schon. Ne, die können sich hochboosten. Einer ist schon oben. Hat Hit, Slug Hit. Ja, Silenced M3. Silenced M3 ist fahr, die hittet sofort in den Eingang rein. Muss aufpassen. Ich schon einen oben. Einer war oben, den habe ich gehittet, definitiv. Die haben eine Silenced M3. Nicht da rausgehen. Jeez. Seh die M3 nicht. Die shittet mich von irgendwo. Ein Hit auf die Thompson ist links um die Ecke. Thompson dead? Nice. Warte, ich geh als Naked hoch, Chip. Einer ist dead. Als Naked hoch. Soll ich als Naked mal hochgehen und gucken? Ja, geh, der liegt oben. Kommt aber noch einer hoch. Ah, ich seh den da. Geh doch, ich. Wir versuchen ihn zu looten. Ah, schade. Hat Hit. Er ist close. Tot. Okay, warte, ich bin tot, okay. Die M3 lebt nur noch. 82 Meter ist der. Ja. Ich kann nicht looten. Supermarkt. Ich kann nicht looten gehen. Supermarkt ist gut, kann gut sein. Einfach Mauer bauen irgendwie mit. Ich bin tot. Doch, ich könnte Barrikaden oben placen. Ich guck mal, vielleicht kann ich Barrikaden placen. Ja doch, können die einfach abhauen dann. Mach einfach. Ab. Oh mein Gott, die sind full! The fuck? Die sind fucking full mit Loot, Bro. Thompson, Sammy. Die haben alles. Ich drop hier drin gerade alles. Der andere, der liegt draußen, ne? Vor der Tür ist einer. Ich erspare euch die nächsten 20 Minuten hin und her, aber es endete wie folgt. Wir haben circa 6-7 Crossbow-Kits verloren, aber dafür 2 Thompsons und ein Sammy-Kit gewonnen. Also Bogen gegen Waffe getauscht, ziemlich guter Tausch. Und den Heli auf unserem Dach, weswegen die ursprünglich da waren, haben die auch nicht bekommen. Dieser kleine Fight an unserer Base katapultierte unser Team also sofort mitten ins Level 2 geschehen. Wir waren nun bewaffnet und der Wipe konnte jetzt erst richtig losgehen. Oh, der schießt auf mich. Der ist da oben. Die Ratte, die ist hier. Bei 160 kommt einer raus. Ah ja, ich hab ihn gespottet. Einen habe ich down. Noch einer down. Ohne dir ist direkt einer Cisco, den habe ich getillt. Loote den. Wir haben noch zwei, wir waren noch zwei, oder nicht? Oh, Kristen. Von wo wir gekommen sind. Einer tot. Zwei Hits, der andere ist low. Ich jag den gerade. Okay. Beziehungsweise, ich hoffe, dass ich nicht verrecke. Ist dead. Einer zumindest. Oh, hier ist einer bei mir. Der loot mich gleich safe. Der ist hier unten am Stein direkt. Okay. Ja, der liegt. Ist okay. Ein paar Guns gemacht. Zu viel. Low grid. Oh. Oh, Bolt. Das ist Bolt hier in der Nähe bei uns. Ja, wahrscheinlich im Wasser die Base. Ich lauf da zu Fuß hin. Ich guck mal, ob ich die finde irgendwo. Vielleicht kannst du den ablenken und wir landen dann einfach mit dem Dach schnell oben. Hab sie. Das ist natürlich so nebelig. Hier bis jetzt hier nichts. Hier auf der Base sehe ich aber keine Bolt. Das müssen die sein. Der war open field. Ja, doch, der war da. Guck, da ist eine Treppe. Soll ich dich auf dem Dach droppen? Ja, der ist da. Der ist die Leitern runter. Aua. Oh, oh. Autschi. Ja, vielleicht hättet ihr mir die Leiter droppen können. Next time, warte ich. Matt kurz. Ich flieg vorbei und drop dir die Leitern, ja? Ich bin hier bei dem Satellit. Kannst du einfach hier. Hab ihn. Ich bin hier. Komm rein, steig an. Binde. Wir haben die Bolt hier, oder? Okay. Ja, dann können wir eigentlich wieder gehen. Nice. Dann können wir gehen. Warte, ich halte, bringt euch weg. Ich versuche ein bisschen deep zu gehen. Lass mal gehen. Die haben gerade Heavys auf. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich zerschieß die Treppe, ne? Ich zerschieß die Treppe, du hast ja Leiter, ne? Ja. Wo sind die Satchels? Irgendwo? Ja, die Base ist voll open, glaube ich.
Der ist auch Backtimer dann, wenn er nicht hochgekommen ist. Ja, ich bin full deep. Dein Teammate steht hier AFK. Ich finde die nicht, die Set. Oh mein Gott. Nachdem wir unsere Roofcamper-Nachbarn mit dieser Aktion also erfolgreich vertrieben hatten, nahmen wir das Gebiet quasi ein und haben die Base decayen lassen, damit wir am nächsten Tag dort unsere Mainbase bauen konnten. Allreds wollte unbedingt, dass ich ihn zum Ulrich fliege. Dieses wurde nämlich gerade von drei anderen Spielern gemacht und er wollte countern gehen. Er nahm also seine Taucherausrüstung mit und ich sollte ihn ein paar hundert Meter davor ins Wasser schmeißen. Ich glaube, die Rolle Glow liegt sogar bei mir, also. Runter. Bravo 6 going dark. Komm schon, mach doch wieder Tag, das ist so ekelhaft. Ja, die haben mich jetzt irgendwann schon mal gehört. Soll ich den Heli crashen? Nein. Nee. Also soll ich dich nur absetzen, dann kann ich nicht helfen. Du kannst mich oben bei den Rohren vielleicht absetzen, da ich ein bisschen Highground habe. Komm's. Landet einfach safe zusammen. Nein, ich lande einfach rein. Einer tot. Noch einer tot. Oh, der letzte ist ganz rechts. Da oben ist einer. Der geht in Red Room. Ist tot. War das vier dann, wenn Eure jetzt zwei hat? Wasser? Ja, einer ist im Bock. Hab ihn, ist down. Headshot. Noch einer Wasser. Er hat sich gerade Beine gebrochen von euch. Ich höre hier noch irgendwo einer im Wasser. Richtung 140 kommt einer her. Ich hab diesen Wasser glitch nicht. Noch nicht. Alles gut, wir gehen mit dem Heli hinterher. Ich hab das nicht gemacht. Ja, komm. Ja, warte, ich hab auch. Ich kann dir den ganzen Stack geben. Hinter dir. Wohin? Einfach geradeaus hier ein bisschen. Langsam. Hier vor uns im Wasser, warte. Noch ein Hit, jetzt muss er. Ja, der Junge hat die Karten. Alter, der hat 600 Klopf. Bisschen noch. Ganz wenig, ja. Sehr gut. Profi-Driver hier am Start. Uff, der ist so maximal voll. Echt, was hat der? Oh, noch eine Bolti, eine MP5. Nice. Erfolgreich. Nice, cool. Haben wir alle anderen Boltis auch schon? Boltis gelootet? Mission complete. Erfolgreich gecountert. Jetzt konnte uns nichts mehr stoppen. Wir hatten nun bereits drei Boltis, ein paar MP5s und jede Menge Thompsons und Pistolen. Wir waren mittendrin. Und das nur nach 3 Stunden im Wipe. Ja, genau. Aber ein Jackhammer cutten ist ekelhaft. Cargo ist gespawnt. Gerade eben gespawnt. Wir können Cargo direkt machen. Wusstest du das? Oh, hier, Junge, das über ist unser Ulrich, das ist direkt bei uns. Oh mein fucking Gott, wir sind die Ersten da drauf, let's go. Du kannst ihn direkt rausdroppen, mich abholen, zur Base bringen und dann wir können mit Boot, ne? Dann können wir mich zu Hause lassen. Der Heli kann da landen. Während wir noch den ganzen Loot vom gewonnenen Countern am Hin- und Her transportieren waren, ist Kevcase aufgefallen, dass Cargo-Ship gerade gespawnt ist. Und es ist nicht einfach irgendwo gespawnt, sondern genau über dem Ulrich, wo wir gerade erfolgreich gecountert haben. Diese Gelegenheit konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Gut werden, ja. Den Heli lasse ich dann in Base, dann kann der andere wieder zurückfliegen, falls wir Scheiße bauen. Kein Scientist hier, hä? Doch. Ey, jetzt. Gib ihm. Ganz links, ja, ein RIP fährt. Ja, wir fliegen direkt drauf und dann können wir das easier treffen. Ich guck mal, wie viele das sind. 1, 2, ich glaube, das ist Full Team. Ja, 1, 2, 3. Ich versuche in der Mitte unten zu landen. Full Gear sogar. Lass mich hier oben raus auf Container. Haben. Ja, egal, ich spring hier einfach ab. Ups, ich hab die Seite hier, alles gut. Noch nicht schießen, lass die kommen. Ja, ich schieß schon mal ein bisschen, dass die ein bisschen low sind. Headshot. Noch einer Headshot. Alle dead. Alle drei down. Komm zum Heli, wir looten ihn. Nee, ich tauche, ich nehme das Boot, alles gut. Okay. Bleibst du an der Seite, ich gehe auf die andere Seite. Echt. Boah, ich kann nichts machen, ne? Zu viel. Ey, Boot kommt bei 340. Lass die ran, nicht drin. Nee, ich schieß noch nicht. Das sind 3 Kids, wenn du die wandest. Die haben auch Roadsign, glaube ich. Ne, die sind naked. Die haben Stuff, ja, die drehen ab. Das ist auch eine Bolt?
Ja. Schade. Kann da jemand aus dem Chat eine passende Kamasutra-Stellung raussuchen? Hinzu bitte. Nachdem wir das Cargo-Ship erfolgreich gelootet hatten und natürlich die ganzen Kits von den Leuten, die wir auf dem Weg dahin getötet haben, aufgesammelt hatten, hatten wir erstmal nichts mehr zu tun. Wir haben also unsere Kisten ein bisschen sortiert und dann ist jeder von uns etwas zu essen holen gegangen, weil wir hatten Hunger. Und als ich dann wiederkam, musste ich feststellen, dass Kevin einen Fight angezettelt hatte. Oh, da sehe ich welche mit Hezzy bei 350. Warte, ich schieße, ich baite die mal. Der ist bei N, bei 5 ist er beim Stein. Ah, der läuft da. Der kommt. Ist tot, hat Headshot. Boah, dieser Spray ist sexy. Der auf dem Pferd ist tot, den habe ich geheadshottet. Ist hinterm Stein der zweite, oder was? Der hat einen Crossy nur. Ja. Komm, wir pushen mal hier links rum. Sehe bis jetzt nichts. Der ist nicht mehr hier. Komm, wir gehen zurück. Hä, wo ist der hin? Hast du den weggesprayt? Der hat nichts. Da läuft ein Naked am Strand. Lass mir die. Hier links am Auto, hier am Auto. Der fährt bei 100. Ja, der hat gerade gelootet da irgendwas. Der fährt weg gerade. Ey, das sind so Roleplayer. Das sind die, die diese komische Base da haben, unten am Wasser. Mit den ganzen Booten und dem U-Boot und so. Oh Gott. Ja, der fährt mit dem Auto dahin. Ja, lass den. Das sind mehrere. Wir holen die uns gleich noch. Aber nicht jetzt. Ah, ich guck nur ein bisschen. Recycle Run und dann gehen wir Excavator. Jo. Recyceln wir nicht gerade alles? Ja, also nach dem Shit. Ja. Oh, Semi, auf mich, Semi bei mir. Ich hab Bolt. Ja, sag ich noch. Warum? Oh, ich bin noch. Ich bin nicht hingelaufen. Die haben mich gehuntet. Nein, ich bin noch gar nicht dahin gelaufen. Müssen, Bro. Ich bin noch abgehauen. Die sind aber hinter mir hergelaufen, irgendwelche Randoms. Dead. Yeah. Nur noch Sammy übrig. Die Sammy lootet den jetzt, pass auf. Die will den looten. Ja, ich hab. Meine MP5 ist gleich kaputt, ich genauso. Ja, ich kann nichts machen, ne? Warte, ich komm da wieder hin. Ich bin ziemlich dead auf die Distance. Dann rennst du nach Hause. Der hat 3 Hits. Wo ist die ganze Ammo? Ich finde nichts mehr. Ist dead. Nein, das sind die vom Giant Excavator gewesen. Die sind vom Giant hoch, oben runtergekommen. Ah, hör mal. Ja, die kommen auch safe wieder. Geh mich eben looten. Ach du Scheiße, sind die full. Oh my fucking God. Ich sag ja, die sind vom Giant. Ne, dich hab ich auch gelootet. So. Ah, ich bin dead. Jetzt hat er meine Bolt. Ja, Digga. Hättest du die Ammo-Box ein bisschen gemütlicher gemacht. Das ist echt nicht meine Schuld. Kev und ich hatten offensichtlich gerade so unsere Probleme. Da entschied sich Eulritz dafür, mit seinem einzigen AK-Full-Kit rauszugehen und uns ein bisschen zu helfen. Was wir bis jetzt noch nicht wussten, war allerdings, dass genau diese Entscheidung von Eulritz uns gleich gewaltig den Arsch retten sollte. Ich gehe mit AK auf Long Range und spray den. Ich laufe jetzt gerade hin. Ah, ein Bodyhit. Der läuft gerade weg. Noch ein Bodyhit. Du hast ihn. Okay, also alles nochmal gut gegangen, ja? Alles gut. Alles in der Base. Alles super. Wir werden die Munikiste jetzt ein bisschen replace. Grippy, Junge. Ja, der hat die AK gehört. Oh, oh. Ja, ganz hinten, das ist aber schwer dazu kommen. Der landet. Wer traut sich was? Ich hab die Hammer, die wollen, glaube ich, sprechen. Oh, L9. L9. Einer tot, Fulke liegt mit L9, das ist alles raus. Ich gehe Jo. Der wird landen. Der landet. Der will. Ich muss auch landen. Bring schnell den Stuff hier irgendwie rein. Zwei Hits. W-Key. Pass auf, ne, die pushen. Bei Supermarkt, hinter so einem Rock. Ich lauf weiter rechts. Einer hat 3 Hits. Der. Okay, LR ist links, harter Flank nach links. Nee, das ist nicht von denen, das ist nicht deren Team. LR 2 Hits. AK ist hinter dem Rock. LR tot. Links ist tot, nur noch der in die AK. Hab ihn. Da ist noch einer hinterm TC. 340, hinterm TC ist einer. Das ist die Bolti. Genau da. Müsste dead sein. Ist tot. Schulden. Dann hat Sammy gedroppt, der Typ. Ich hab L9. Wir haben Scrap Heli auch, ne? Ja. Oh, das war big. Der war big, der Fight. Der war richtig gut. Haben wir alles erwischt? Haben wir alle den ganzen Loot? Ich fliege jetzt den Scrappy weg. Ja, komm, ich komm mit dir rein.
Oh, das war big, Junge. Ein Dreierteam, was gerade zufällig in der Nähe war, hat die AK-Schüsse von Oilreds gehört. Und die waren zu unserem Glück nicht nur ein bisschen equipped, sondern hatten einen großen Scrap-Heli dabei, eine L9, Full Metal Gear, AKs, LR. Besser hätte es nicht sein können. Ich muss zugeben, Oilreds hat uns da ziemlich den Arsch gerettet und ziemlich durchgecarried. Aber nun gut, manchmal carry ich, manchmal carried jemand anderes, manchmal carried Kevin. Ja, und manchmal verliert man halt doch einfach. Aber nicht heute. Oh, da vorne campt einer in der Base bei 70. Oh, der hat einen Hit. Der Arme. Das sind drei. Oh, sind sogar drei. Oh, einer Headshot. Oh, was? Wir wenden. Der ist... Oh mein Gott. Da gehen wir rein. Headshot tot. Er ist tot. Oh mein Gott. Wo sind die hin? Da links. Bei dem Strom. Ich halt still. Ist knocked. Nur noch einer übrig. Ich lande dann einfach hier, ja. Noch einer tot? Oh, die sind deep gegangen. Oh. Die sind deep gegangen. Jo, einfach alle drei getötet. Wir gehen wieder. Abflug. Wir haben die geärgert, jetzt gehen wir weiter. War aber nichts Krasses dabei, war eigentlich nur Scheiße. Leider. Ja, 12. Da farmt einer. Da farmt zwei. Bei 170, oh, 180. Rechts, Im offenen, rechts von euch. Ran? Ja, einfach ran. Der hat noch einen Hit. Oh, das ist deren Base. Ich bleib dran. Guck mal, ob die was haben. Steigen sie ein. I'm coming home. Ich bin drinne, Mann. Flieg jetzt los, du Himmelmann. Ja, hier sind so viele Nodes. Hier kann doch einer eigentlich herlaufen, oder? Oh. Aua. Aua. Der ist auch noch ein Baum. Steig aus. Oh, was machst du? Keine Ahnung, der Baum. Wir fliegen jetzt einfach wieder weg, okay? Wir gehen jetzt einfach hier weg. Ich flieg ganz ans Ende, ja? Wir gehen dann quasi Land ein. Alles mitnehmen, ich würde sagen. Wir brauchen auch alles. Ja, so für Schwefel, Stein, alles. Ich lasse den dann auch hier stehen. Ich erspare euch jetzt eine unnötige Farming-Montage. Kurz gesagt, wir haben alle drei unsere Inventare noch voll gefarmt, bis wir dann eine Explosion gehört haben und festgestellt haben, dass da, wo ich den Heli geparkt habe, eine kleine Base unten am Wasser war und da ist ein Naked einfach rausgerannt und hat, während wir am Farmen waren, unseren Heli die Klippe runtergeworfen. Lass mir dafür auch mehr Zeit. Ist ja richtig am Brennen. Ja. Der Heli ist kaputt. Der ist kaputt? Jemand hat den Heli kaputt gemacht. Heli ist kaputt. Ja. Wer hat den denn kaputt gemacht? Irgendein Hurensohn. Da unten. Ja, Gott, was eine Ratte. Was eine Ratte, Digga. Digga. So eine Ratte. Lass nach Hause laufen, I guess. Und wer es von euch nicht mehr so ganz im Kopf hat, unsere Base war hier oben. Und wir waren gerade am Farmen. Im Schnee. Da unten. Und jetzt durften wir zu Fuß wieder nach Hause laufen. Circa eine weitere Stunde verging. Wir haben die Base noch ein bisschen weiter von innen geupgradet, unseren Loot sortiert. Und wir waren schon fast am Ende angekommen. Loot-technisch zumindest. Wir hatten mehrere Boxen voll mit Waffen. LR, MP5, Thompsons, AKs, Full Metal Kits, L9. Uns hat's wirklich an gar nichts gefehlt. Außer eine Mainbase. Und erinnert ihr euch noch an unseren kleinen Roofcamp-Nachbarn, der, von dem wir am Anfang die Sniper geklaut hatten und deep gegangen sind, weil sein Teammate AFK stand? Wir hatten ja von Anfang an vor, dort unsere Mainbase später hinzubauen. Und da wir mit unserem Loot an dieser Stelle, beziehungsweise Waffen- und Gear-technisch, schon am Ende angekommen waren, brauchten wir jetzt also Materialien für die Base, beziehungsweise jede Menge Metall. Und was gibt uns seit dem letzten Update glücklicherweise jede Menge Metall? Richtig, der Excavator. Aber um diesen anzuschmeißen, brauchst du Diesel. Diesel findest du nur auf dem großen Oilrig, kleines Oilrig und, naja, hin und wieder im Junkyard und auf dem Dome. Um euch das Ganze ein bisschen anschaulicher zu gestalten, hier mal ein kleiner Vergleichswert. 10 Diesel Fuel im Giant Excavator geben dir 50.000 Metal Frags. Fertig, zum Bauen benutzbar. Also machten wir uns erst einmal auf die Suche nach ein paar Dieselfässern. Ich hab eins. Waren da nicht mal zwei? Oh. Eins. Bist du schon durch alles? Hast du es nicht gefunden? Hast du es? Ich hab's, ja. Let's go, wir können gehen. Oh ja. Ich habe eins. Ich habe zwei. Oh, das ist respawned. What? Drei. Ist aufgehoben, das ist sofort respawned. Ja, ich habe eins gefunden. Wenn das eins ist und nicht fake, dann haben wir eins. Da im Kofferraum. Ah, ich guck mal. Hier oben ist eins. Eins, nice. Also, in der Fahrzeugen, also wahrscheinlich auch. Noch eins? Wir können hinfliegen. Wir können auch laufen. Jo. Eigentlich egal. Okay.
Fuel genommen. Ja, dann hätte ich den Silencer. Hat gelaggt. Am besten clear die unten nicht, damit. Dann sagen wir, farm Metal. Ja, Metal. Ja, ich kletter ganz hoch auf das ganz obere Teil, ne? Ich kletter die Seilchen da mal hoch. Oh, ist das sexy. Oh, ich bin voll. Scheiße. Ich muss den Trash wegwerfen. Trash. Ich kann auch schon mal wegfliegen gehen, ne? Für den Rest des Tages haben wir dann den Excavator weiter laufen lassen und das ganze Metal, was wir da rausbekommen haben, in die Base geflogen. Doch als wir dann mitten in der Nacht fertig wurden und die letzte Tour in die Base gemacht haben, ist Folgendes passiert. Warum eben? Das ist eigentlich nicht so schön. Ja, dann, oh. Okay. Das es ist Kev. Dann lande ich mal. Okay. Ich seh nix. Ja, warte. Mal aus. Runter. Ja. Entspannte Landung. Sehr schön. Was für ein Opfer. Ach, danke für das Licht. Frags holen, wenn du die im Inventar hast. Ich schmeiß dich dann weg. Oh! Okay, der campt den Heli ab. Mach mal Licht aus. Kannst du Lagerfeuer ausmachen? Der campt den Heli jetzt. Was ist das für ein Opfer? Ja, das war draußen, ne? Das ist übel. Der ist draußen, der ist close. Ich glaube, der ist bei der Gasstation. Mach mal aus, das Licht. Ja. Ist irgendwo bei der Gasstation. Ja, ich sehe. Geh nochmal in den Heli. Wenn der holt, dann der ist 20, bei 20 läuft er. Autsch, der ist unten auf dem Boden. Oh, ich hab gebeamt. Einer ist dead? Die Bolte, einer ist dead? Die Bolte sollte tot sein eigentlich auch. Ich hab einen gefull-headshottet. Der müsste tot sein. Ja, das sind die. Beide? Sehr schön. Jojo, sehr schön. Nice. Tja, das hat er davon. Selber schuld. Warum macht man auch sowas? Kev Case war, während wir gefightet haben, AFK. Als er wieder zurückkam, war es bereits schon Tag und Ulrich wollte, naja, wieder zum Ulrich gebracht werden. Komm. Aber hier hat sich ja auch einer extended ziemlich. Oh, wir können nur hin. Wir haben nicht genug Lowgrade, um zurückzukommen, ne? Ich glaube, wir können echt nur hinfliegen. Müssen wir da Lowgrade holen? Rein in die Ulrich. Er wollte countern? Ja, da sind schon Leute drauf. Ah, die haben okay. Schon Heavys gerufen. Ich bin überrascht, dass ihr Fake halt, ne? Also ich glaube, die werden auf den Heli gucken und dann kannst du safe hochkommen. Ja, wir landen drauf, ja. Ich crash den quasi. Ja, die haben mich gespottet, die Raff. Also die sind jetzt schon. Die haben dich gehört. Einer ist vor Red Room, der geht gleich Red Room rein. Nee, der läuft wieder zurück. Soll ich Helipad landen? Nee, die gehen hoch. Okay. Alles cool. Nein! Und? Warum? Ach, Digga, warum ich bist dachte, du willst jetzt echt landen. Nein, ich hab Nein gesagt. Warum bist du gejumpt? Weil du zu spät Nein gesagt hast, Digga. Guck mal, ob wir Low Grade haben irgendwo in der Base noch. Ja, schau mal. Die haben GL. Ich komm dir helfen. Ja, der hat GL, deswegen. Double Headshot, der ist tot. Ich komm runter. Der hat einen Headshot, meine Waffe ist leer. Fick ihn, Junge. Oh, er ist hinter mir. Ist dead. Schön. Ich hol nur die Waffen. Wo sind die alle gestorben? Da ganz unten irgendwo. Ach du Scheiße. Kommt ihr zu mir gerannt, dann kann ich euch einfach abholen. Ich hab Lowgrade, alles cool. Ihr könnt ruhig laufen. Ich war viel zu schnell, ich wäre niemals aus dem Heli gesprungen, Kev. Der wäre geopfert gewesen. Ja, ich gebe euch gerade erstmal. Hier, reparier mal mit dem Hammer. Hier ist Metal Frags. Hier ist AK und ein Stack Ammo. Yes. Naja, was soll ich sagen? Bisher lief eigentlich alles perfekt. Wir haben jedes Ulrich gecountert bekommen, wir haben Cargo gemacht, wir haben unzählige Fights gewonnen und den Excavator konnten wir auch erfolgreich anschmeißen. Somit saßen wir aktuell auf über einer Kiste voll mit Metal Frags und die wollten natürlich verbaut werden. Umbringen kann. Oh so. Gott. Ich will nicht, dass du gebannt wirst, das wäre so. Ja, alles gut. Kann ich hier halten? Die Nacht verbrachten wir in unserem neuen Zuhause. Als es dann aber endlich wieder Tag wurde, haben wir bemerkt, dass das Cargo-Schiff draußen ist. Natürlich konnten wir nicht Nein sagen und sind sofort rübergeflogen. Doch dieses Mal sollten wir nicht die Ersten auf dem Schiff sein und mussten es zurückerkämpfen. Jetzt sehe ich das, glaube ich. Jetzt wird Licht gespawnt. Okay, Lass mich einfach raus. Alles gut? Ja. Bleib am Leben, nur Leben bleiben. Die haben AK, ja. AK und LR.
Soll ich Kampflandung machen, Cisco? Ich bin eigentlich ziemlich gut im Kampflandung machen auf Kabel. Kannst du machen, ja? Dann switchen wir hier gerade. Ich hab der L9 bei mir noch. Scheiße. Ich glaube, der ist schon close bei mir hier. Wo crashen wir rein? Einer ist auf jeden Fall ganz vorne. Einer ist ganz vorne und einer ist hier hinten bei mir. Okay. Ja, der ist hier unten direkt close bei mir. Oh. Das war's auf jeden Fall mit dem Ring. Alles gut. Der ist unten. Wo ist der unten? Auf der Brücke? Einer ist hier unten. Einer ist hier unten direkt. Ist tot, ist tot. Ah, dead. Wo ist der andere? Einer ist ganz vorne. Ich loote den in seiner Ecke. Hier so? C4 hat er. C4 hat er und Grenade Launcher. Wollen wir den zu dritt pushen, den anderen? Ich weiß nicht, wo der andere ist. Er ist tot. Maschine. Also viel vom Kampf zum Kampflandungsthema. Wer bin ich? Wer bin ich? Wir spielen Wer bin ich, okay? Das Patent. A, B und C. War die großen Pötte. Sangria. Sangria. Ja, true. Der Rest des Tages verlief relativ langweilig. Wir haben noch ein paar Mal Ulrich gemacht, ein, zweimal Cargo geschafft, haben unsere Mainbase ein bisschen weiter aufgebaut, aber ansonsten waren wir waffen- und geartechnisch komplett durch. Wir hatten alles. Wir hatten ausnahmslos alles geschafft. Wir haben dann noch einmal alle Sachen, die wir nicht brauchten, in unsere Inventare gepackt und haben gnadenlos alles wegrecycelt. Und dann entschieden wir uns dafür, noch ein letztes Mal für diesen Tag den Excavator anzuschmeißen. Was wir allerdings nicht bedacht hatten, war die Tageszeit. Es war stockdüster. Was die perfekten Voraussetzungen zum Countern schafft. Scheiße, Digga, ich bin so ein Random, ne? Ich finde unser Mini-Arm einfach nicht. Ich bin stuck, ich finde hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wo ich gelandet habe. Ah, da, hab es, alles gut. Oh Gott. Wollen wir dann gerade beide ein Inventar voll mit den Metal Frags holen? Nicht, dass da irgendeine Ratte dran ist. Er startet. Headshot. Ah, okay. Da kommt wieder, hast du vorher schon mal gelootet? Nein. Ja, dann holt die jemand. Hä, die holt jemand. Wir wurden bestohlen. Wir wurden bestohlen, Junge. Okay, es sind 3K drin. Ja, der hat auf der einen Seite 1,5K gejoinkt. Ja, man sieht aber auch, wie bisschen mehr als 1,5K, weil wir haben gleich kein Dieselfuel mehr. Das ist gleich alle. Oder habt ihr schon einmal gelootet? Nein. Ja, dann wurden wir die ganze Zeit beklaut. Oh mein Gott. No way, Junge. Der hat irgendwie 10K Metal Frags einfach mitgehen lassen. Ist immer noch nicht tot. Ich sehe die Ratte bei 30, bei 20. Ich bin tot. Der ist bei mir. Wo bist du denn? Am Airdrop. Das sind zwei. Schlecht. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich sehe keinen. Darf ich sie an? Ja, es wird jetzt Tag. Ich komme da wieder hin. L9 hat Hit. Der dippt mit der L9. Hat noch einen Hit? Der muss da noch sein jetzt. Nein, der lebt noch. Die dippen einfach. Die rennen weg? Ja, ich renne hinterher. Sind die reingelaufen, Cisco? Ah, die gehen jetzt rein. Ich werde im Tunnel, no joke. Also, sie sind da reingelaufen, alle. Ja. Einer tot, L9 tot. Andere Double Headshot. Alter ist tot. Und der letzte, der dritte ist auch tot. Maschine, Junge! Kampf für die. Oh, ja, egal. Das machen wir safe. Das machen wir, oder? Aber nicht hier in der Base, oder? Wollt ihr den echt hier machen? Wir haben nicht genug Ammo, glaube ich. Ich hab nichts mehr. Dann wir machen den hier. Müssen wir mit Pistol Ammo machen. Ja, jetzt wird da oben alles kaputt schießen, ne? Was du aus Trick gebaut hast. Ja. Oh. Ah, alles kaputt. Alles weg. Ah, die Minikopter überleben gerade so. Wo ist der? Der Rocket jetzt, der Rocket ist. Jetzt weg. Oh! Alles safe! Ist der down? Wer hat MP5 geschossen? Ich habe MP5-Shots gehört. Von drüben. Dead! Vor der Tür. Oh, 2C4, 3 Rockets. Gönn mal, ich hab Alex und Laser. Das war's also mit unserem ersten Tag auf dem Server. Und wenn ich sage, wir hatten alles, dann meinte ich auch tatsächlich, wir hatten nach dem ersten Tag einfach alles geschafft. Es wurde auch schon langsam spät. Wir haben 12 Stunden am Stück gespielt. Es war irgendwie 4-5 Uhr morgens. Wir haben also noch die Base fertig geupgradet, haben alles, was wir an Erzen hatten, geschmolzen und lockten uns dann aus, in der Hoffnung, wir werden nicht geradet.
Tag 2 begonnen und wir wurden nicht geoffline-raided. Alles andere hätte mich auch stark gewundert. Denn wer hat auf einem Trio-Vanilla-Server nach dem Wipe-Day schon genug Boom zusammen, um so eine Base zu raiden? Wahrscheinlich keiner. Wie auch immer. Ich kam online, Kev und Allreds waren schon 2 Stunden vor mir da und waren sofort super hyped, Large Ulrik zu countern. Lass Large gehen. Die machen jetzt gleich den Raum auf. Willst du mich da droppen? Ja, Cisco kann eben. Er kann besser fliegen als ich. Ich fühle Cisco im Fliegen mehr. An Cisco, ran an den Speck. Ich bin gerne der Pilot. Let's go. Einmal links abbiegen hier. Ah ja, okay. Oh, wir haben 2. Jo. Ja, dann droppe ich dich kurz large. Wo willst du hin? Easy. Die sind halt gerade auf dem Kran, ne? Deswegen, Secret wird nicht. No problemo, we can do. Also ich gehe mal ein bisschen, ich gehe Computer gucken, ne? Solange ihr fliegt. Sonst landen wir vielleicht auch, weil beide da Cisco, ich glaube, wenn die nur Thompson haben, dann sind die schon tot sonst. Die sind zu zweit da, vor dem Red Room. Die haben euch jetzt gecheckt, der eine läuft hoch, einer hat eine Bolt auf dem Rücken. Ein Heavy ist noch da, einer ist Heli-Plattform. Einer Heli-Plattform, einer vor Red Room. Genau, der aimt ab. Toll. Im Red Room ist vielleicht noch einer. Reingegangen bei Toilet, ja. Nee, ist auch keiner. Auf jeden Fall einer mit Wolfsheim war da auch noch irgendwo auf der Etage. Der ist Heli. Ich glaube, Helipad sehe ich was. Helipad, unter Helipad direkt. Unter der Treppe, da sehe ich irgendwas bewegen. Ich weiß aber nicht, ob er das ist. Unter der Treppe, bevor du Helipad hochgeht, links. Ja, das ist ein Heavy. Warte, nicht den Heavy töten, wir können genau sagen, wo der ist. Der sitzt hier in dem Raum drinne. Ja, easy. Hier? Da um die Ecke. Ja, der sitzt da um die Ecke. Willst du reingehen, oder? Ich hab ne Nate, warte. Ein Hit? Warte. Er ist tot. Er ist tot, die Waffe liegt. Okay. Oh mein Gott, geil, ey. Ach, der Arme. Warum ist der denn nicht weggerannt, Junge, hä? Angst, hat Schiss gehabt. Oh Mann, very good. Very good, very nice. Very good, very nice. 100 Jahre Garantie. Nachdem wir also Large Ulrik gecountert hatten, kam das Cargo-Schiff wieder auf die Map. Ich erspare euch den Fight, denn bis auf 2 Leute mit Tommys war keiner auf dem Schiff und es kam auch keiner dazu. Aber es war Tag 2 des Wipes und wir wollten mehr machen. Also gingen wir rüber zur Launch-Site und haben versucht, Bradley zu holen. Mit einer Mischung aus Granaten und High-Velocity-Rockets. Oh, bei mir ist nur Thompson, ich bin tot. Ja. Oben, auf dem Dach? Ja. Recycler. Hat er dich gelootet? Nee. Sind zwei. Kannst du den bolten? Ich war mit dem anderen Mini, ne? Oh, Junge, ich bin so schlecht hier am Stehen. Kannst du die bolten, Kevin? Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Noch einer tot. Keine Mats mehr. Ich bin out of Mats. Ja, dann bleibt da einfach und aim den Eingang ab. Ja, da ist noch einer auf dem Dach, glaube ich. Ja, ich weiß, aber den kann ich nicht attacken gerade. Ist dead. Zweiter dead. Der dritte ist bei mir. Ja, ist dead. Der dritte kommt die Garagen hoch, glaube ich. Wir warten einfach, bis Reds da ist, weil... Nevermind. Ich habe keine Mats mehr, ne? Ich bring Mats mit. Ich habe kein Fuel hier, ne? Wir haben kein Fuel irgendwie. Ja, ich habe den bei mir gehört. Also entweder kommt er jetzt bei mir hoch oder bei dir gleich. Auf dem Dach! Ist tot. Einer ist noch außerhalb, aufpassen. Patrol-Heli, oh. Hinter dem mittleren Silo ist der. Ja, er piekt. Ich bin nur gehittet. Er ist rübergegangen zum linken Silo. Ist er rübergegangen? Der ist jetzt am linken Silo. Ich werf gerade noch auf den Tank. Ja, ich sehe ihn hinterm Red Room. Green Room ist der. Der ist so oben drin. Ich kann ja nicht headshotten. Ich versuche Bradley zu holen noch. Hat Headshot. Soll ich rüberkommen zu dir oder? Ja, loote mal. Da muss. Bradley dead. Muss gelootet werden, der Typ. Okay, ich komme mit Mini rüber jetzt.
Du musst tief fliegen. Lass mich nicht stehen. Lass mich nicht stehen. Bradley Loot war ziemlich schlecht. Ammo, Türen und Attachments. Aber Kev Case hat eben noch rechtzeitig den Attack-Helikopter gespottet. Also haben wir ihn auch direkt genommen. So, sollen wir den taken? Wir können auch hier taken. So ist nicht. Ich kann euch LR und MP5 runterdroppen. Beide Full AP. Willst du hier machen? Warte. Lass machen. Okay. Ich droppe hier vorne am Eingang von dem Ding, wo du gerade bist. Cisco. Mit Spray. Ja, mit Rockets. Nice. What? Wo ist der gelandet? Ich sehe nur zwei Kisten hier unten. Da hängen zwei Kisten oben, Junge. Guckt euch das an. Oh nein. Oh nee, wir hätten warten müssen. Ich flieg zurück, ja? Ich flieg zurück, Depot kurz und hol Karten. Bleib mal wieder bei den Silos oben, da kann ich immer... Gegönnt. Bei 360 ist noch einer, an dem Berg. Ja. Rennt der Berg bei dir auch nicht, oder was? Hat Hit. Ist dead? Nein, ja, der healed, der medded. Der lebt noch. Der hat einen Hazy. Ist er dead? Schmeckt. Hier liegen wieder P2s und so ein Shit. Der Hazy mit dem Tunnel hat einen Hit. Dead. Zweimal Attachments. Scheiße, Mann. Ich hatte auch schon mal viermal scheiße Attachments, so ist nicht. Ja, maybe. Zugegeben, es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben Bradley und den Attack-Helikopter in Launchside gemacht. Der Loot war zwar alles andere als schmackhaft, aber die ganzen Waffen und Gearsets, die wir durch das PvP erkämpft haben, haben das Ganze wieder ein bisschen aufgewogen. Ich habe eine Reihe Waffen on me. Okay. Ich habe 3 MP5s, 2 Thompson, 1 LR. Also steht einer rechts. Warte, hier. High Quality. Du gehst einzeln rein und dann kannst du reparieren. Nicht skinnen, so sorry. Pair. Wie viele wir haben, Junge. Ich glaube, das war's. Oh, Junge. Ja. Auf jeden Fall wollten wir so langsam auch mal raiden. Dafür brauchten wir allerdings jede Menge Sulfur. Also sind wir nochmal rüber zum Excavator geflogen und haben das Ding angeschmissen. Diesmal allerdings nicht für Metall, sondern für Sulfur. Hallo. Ja, irgendjemand hat das ganze Sulfur gerade aus dem Furnace geraubt, während ich Viehstäbchen holen war. Als ob. Ja, alles weg, Mann. Der hat das durch die Gaps geworfen. Hat der eine Leiter geplaced oder was? Nein, der hat das durch die Gaps geworfen. Der hat sich wahrscheinlich hochgeboostet oder so. Also, da muss ich mal eben draußen gucken. Also, ich würde mal schätzen, dass das ein Stream-Sniper war. Nein, also nein, so. Ich mach nur Spaß. Alles gut. Okay. Ich gehe noch zur Schule, Elias. Was Schule. Möchtest du mal werden? Polizist. Mit dem Aim, Junge. Zugriff. Er rennt rein. Einer down, zwei down, zwei down, drei down. Oh. Open Base, Leute. Furnace, die Open Base, ja. Die sollten wir auch gleich aufmachen, wenn wir noch was übrig haben. Wir müssen einmal gucken, ob hier irgendwas ist. Ob unten irgendwas offen ist. Stande hier. Ja. Aber hier ist offen, hier ist offen. Ah, dann war da jemand schon vor uns dran. Scheiße, Ladder Hatch ist offen. Hat schon jemand aufgemacht. Hier ist nicht offen. RIP. Oder ist schon decayed? Komplett leer, Alter. Ja. Die Tür ist im Decayen. Ah, das ist eine Armored. Wollen wir trotzdem runter? 800, ja. Kommen wir hier raus? Armored. Aber die haben selbst da drunter wieder noch eine Tür. Wollt ihr kurz warten? Ich will auch kurz gucken. Ja, wir kommen hier auch gar nicht mehr hoch. Scheiße, ey, ich muss mich boosten gerade. Ich versuche gerade was. Ah. Noch eine Door. Oh, noch eine, Alter. Ach, die Scheiße. Ja, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Wenn die halt gedespawnt haben, dann kriegen wir halt gar nichts, aber mal sehen. Weiß ich nicht. Sollen wir weitermachen, oder? Ja, komm, oder? Wir werden safe noch mehr kommen. Ja, wahrscheinlich. Da werden noch mehr kommen, aber das ist der cheapeste Weg, glaube ich. Ich dachte, dass die so viele haben. Ja, ja, da wird jetzt wieder noch eine Tür so sein, glaube ich, oder? Kannst du nicht sehen. Single-Armored. Single-Armored, ja. Auch zwei. Ja, dann gehe ich mal mehr holen, ja. Oh mein Gott, noch eine Tür, das reicht nicht. Ja. Oh, genau. Ist offen. Ach du Scheiße. Alles voll mit Kisten, ne? Alles leer. Die haben alles despawned. Nee, hier ist noch eine Kiste Stein.
Spaß, diese Runde, alles D-Sport. Gottlos, gottlos, diese Typen, Alter. Nachdem unser Raid alles andere als gut lief und wir unsere Explosives eigentlich komplett verschwendet haben, nahmen wir einfach ein paar Waffen in die Hand und sind rausgegangen zum Roman. Jo. Hast du M2? Oder gehst du AK? Mhm. Ich hab AK M2. Okay. Ja, an der Furnace Base. Furnace. Die liegen da alle tot an dem Buschding da. Ich komm aus der Base raus, aus der Base rausgerannt. Einer tot. Ist tot, einer. Noch einer in der Tür, Turret. Okay, ich hau ab. Ich geh berghoch, dass wir nicht von oben hier gepusht werden. Ich kann die nicht looten, wegen dem Turret. Ja, hier direkt, sie sind aber. Wo sind die? Hinter dir in der Ecke liegt eine Leiche. Pass auf, ne, du bist, ja, okay. Hier direkt links, hier an diesem Pile of Shit. Hab ein, hab zwei Full Kits. Hier, oh mein Gott, guck mal bei mir jetzt, hier um die Ecke, beim Furnace. Guck, da stehen Wadi an. Direkt hier, Achtung, hier. Achtung, da ist ein Hit. Zwei Hits. Direkt hier an der Wand, direkt an der Wand. Ja. Oh mein Gott, okay. Machen wir drei Inventare voll und gehen wieder? Ja. Ich bin voll. Ich nehme an, wir sind gerade relativ zufällig dort vorbeigekommen. Denn für drei Inventare voller Gearsets und Farm mussten wir zwei, drei Nakeds töten. Und das war's dann auch schon. Ich glaube, wir sind genau im richtigen Moment in diese Area reingerannt, während zwei Teams sich schon bekämpft hatten. Also wie ich schon gesagt hatte, wir sind reingerannt, haben zwei, drei Kills gemacht, wieder rausgerannt, drei Inventare voller Loot. Der Server ist so langsam gestorben. Rust Community Server halten meistens so 2 bis 3 Tage, je nachdem, wenn es große Community Server sind, halten die auch manchmal eine Woche. Aber wir haben an Tag 2 bereits gesehen, dass nur noch 50 bis 60 Spieler drauf sind und das ist für eine 3,8K-Map schon relativ wenig. Also haben wir noch ein, zweimal den Heli geholt, um mit den Raketen und dem C4, was wir daraus bekommen, eine kleine Pharma-Base in unserer Nähe zu raiden. Wir hatten die Basebesitzer den ganzen ersten und zweiten Tag lang ständig rein- und rauslaufen sehen. Also dachten wir, die müssen doch auf Kisten voll mit Farm sitzen, oder? Okay, ja, schade. Der wallt sich einfach ein und dann war's das. Was ist denn die Richtung? Nee. Oh lol, das ist eine Bunkerbase, was ein ekelhafter. Oh Gott. Das ist ein räudiger. Oh. Die Sache mit dem Raiden lief für uns wirklich nicht gut. Zuerst raiden wir eine Base, wo die Leute bereits alles an Loot despawned haben. Und dann erwischen wir auch noch eine richtig ekelhafte Bunkerbase. Tag 2 war im Vergleich zu Tag 1 echt extrem langweilig. Eurets war auch bereits offline gegangen, also hab Kev und ich noch einmal den Excavator angeschmissen, damit unsere Base genug Upkeep für die Nacht hatte. Und dann gingen wir auch offline. Habt ihr wirklich gedacht, jetzt kommt noch eine Montage zu Tag 3? Wenn der Server schon an Tag 2 fast tot war und die Leute ihre Sachen in den Basen despawned haben? Ich erspare euch jegliches Hin und Her und wir kommen direkt zum Finale. Es gab eine Base, ganz oben links am Ende der Map auf einer Insel, wo wir nach mehrmaligem Hin- und Herfliegen gemerkt haben, hey, die sind ja tatsächlich noch online. Wir hatten uns sowieso am Ende von Tag 2 bereits gesagt, wir werden den Server sowieso quitten, weil da spielen nur noch 20 Leute drauf, das lohnt sich nicht. Also wäre es doch ganz interessant, wenn man diesem Trio-Team einen Online-Raid geben würde. Die Chancen, einen Online-Raid so zu gewinnen, stehen relativ schlecht. Zum einen können sie ständig respawnen und zum anderen könnten sie sich einfach einwallen und dann war's das. Aber wir wollten unbedingt alle MLRS-Raketen benutzen, die wir noch hatten und wir wollten alles, was wir noch an C4 und Raketen übrig hatten, loswerden. Da hat er entweder ausgegangen oder hat er ausgemacht. Ach, die ist gar nicht komplett eingewallt. Lol. So, ich bin... Nee. Pass auf, ich sag dir, wenn ich drüber bin. Jetzt. Okay, ja, hab ich. Okay, dann bereite ich mal vor. Ich hol dich. Da kommen sie. Haha. Wenn jetzt alle 12 schon geflogen sind. Hast du 12 reingepackt? Ja. Komm, steig ein. Ich nehme die 4 noch eben raus hier. Sind die schon gelandet oder sind die noch auf dem Weg? Die sind noch auf dem Weg. Ah, die sind noch auf dem Weg. Sie sollten jetzt ankommen. Ja, ich hör's. Oh, Junge, die sitzen, Alter. Die sitzen aber gut. Böse. Ja, dann der direkt. Der hat keinen Bock mehr. Rinder in das Ding. Direkt hochlettern. Sind direkt Eingänge durch oder durch Sheet Metal? Oh, wir gehen hier durch. Wir gehen durch das Honeycomb, oder? Okay, der Mini ist ja da. Ja, hier ist Highqual. Wir können direkt durch das Highqual gehen, glaube ich. Dann sind wir schon drin. Oh, warte, hier ist offen. Hier ist offen. Ja? Ja, hier ist eine Tür. Die führt nach oben. Ja, aber durch Türen hier gehen, weil... Wir könnten auch durch Türen da gehen. Ja, doch. Die ist dann direkt dahinter. Ja, kannst du hier irgendwas placen?
Nee. Dass wir von hier aus schießen können? Nein, 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 nein. Du brauchst C4. Den kannst du doch eigentlich bauen, oder? Du brauchst C4, C4. Soll ich rüberkommen? Die Öfen liefen eben noch, vielleicht ist der auf Cargo oder so. Oder Eul. Ja, Mini ist auch weg. Ja, Mini ist weg. Nee, der Mini ist explodiert, als die Rockets ankam. Achso. Nee, das, ich hoffe, das sollte runtergehen. Das haut uns weg, Alter. Careful, don't come up, please, don't come up. Bleib da, bleib warte, da. Warte kurz. Ich will hier... Hä? Hey, warum komme ich hier nicht hoch? Okay. Gunpowder 500. Nochmal ich würde durch das Sheet Metal gehen, oder? Sheet Metal? Ja. Weiß ich nicht. Wir können, also ich mach die Rockets ja eh hier hin. Dann lass einfach die alle drei, die drei gingen ja eh schon auf das High Call. Ja. Ja, wir haben ja noch massig C4. Ist einer da? Ist einer? 40? 60? Und rechts auch? Ja, ja, das ist ja leer. Warte kurz. Das sind die Base-Owner. Pass auf, ich bin böse Hit. Ja, das sind... sind die Atzen. Wir sollten weitermachen. Der wäre, oder? Wir kommen hier. Aber die kommen jetzt. Hier, close direkt. Einer dead. Noch einer drin. Noch einer tot. Wo kam der denn her, Junge? Der ist einfach hochgejumpt. Der ist hier hochgejumpt. Beide dead. What the fuck? Beide dead. Okay, ich schieß weiter. Ja. Ah, das ist noch mehr. Hit. Das ist noch mehr. Warte, ich empte den. Der ist bei uns an der Base. Naja. Er ist close, er ist nicht mehr an der Base, er ist ziemlich close jetzt. Oh! Triple Headshot, what? Ja, ich bin auch tot, alter Fuck. Was? Er stirbt nicht von drei Grenade Launcher Hits. Die haben mich genockt, ich bin finished. Dann war's das. Lul. Das ist wirklich schade, Schokolade. Ja, passiert. Aber wenigstens haben die ihn online gekriegt. Hatten ja auch ein bisschen Spaß. Nun denn, meine Freunde. Bis denn. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Das war's also. Das Ende. Nachdem wir 2 Tage lang 12 Stunden am Stück durchgeschwitzt haben, sind wir alle drei an einer einzigen Person gestorben. War das unser Fehler? Ja. Waren wir alle drei auf einem Haufen und hatten einen schlechten Peakspot? Ja. Hätten wir das besser machen können? Ja. Trotz alledem hatten wir einen super Wipe. Und bis zu dieser einen Situation haben wir eigentlich alles dominiert. Wir haben so gut wie jedes Oil Rig gecountert, was wir gesehen hatten, haben Cargo Ship mehrmals gecountert, selber gemacht und erfolgreich gehalten. Am Ende von Tag 1 hatten wir bereits Endgame Loot. Ich habe eine neue Lieblingsbase kennengelernt, die Red Cave von Oil Rats. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Generell hatten wir 2 Tage voller Spaß. Zumindest hatten wir schon relativ viel zusammen gelacht. Und selbst das Ende hätte nicht besser sein können. Denn es lehrt jedem Rust-Spieler von uns, dass es nur eine einzige Person braucht, um selbst ein Trio alleine hochzunehmen. Folgt den Jungs auf Twitch, die streamen nämlich viel öfter als ich. Und ansonsten, bis zum nächsten Wipe.